ist der Phil von Metal Fanatics. Ich sitze jetzt hier mit Equilibrium für ein Interview. Hi. Also. Hallo, hallo. Zur ersten Frage. Euer letztes Album Sagas ist beim deutschen Publikum ja großartig angekommen und in die deutsche Albumcharts auch auf Platz 30 gekommen. Was denkt ihr über euren Erfolg und wie baut ihr auf die großartige Arbeit auf, die ihr auf Sagas geleistet habt? Ja, na gut, also wir haben damals natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, in die Charts zu kommen und vor allem nicht zu seinem so hohen Platz einzusteigen. Ja, das kam einfach total unerwartet und es wäre jetzt natürlich irgendwie Unsinn zu sagen, wir versuchen das nächste Album jetzt so hinzuschleifen und hinzubasteln, dass wir jetzt noch einen höheren Chart-Einstieg schaffen. Das wäre natürlich schön, aber das ist jetzt nicht unser erstes Ziel. Wir versuchen jetzt einfach weiterhin wieder ein gutes Album zu machen, das uns gefällt und das auch den Bands gefällt und ja, was dann daraus passiert, da lassen wir uns dann wieder überraschen. Okay, woher nehmt ihr die Texte, die ihr zum Beispiel auf Sagas verwendet habt? Ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu beantworten, weil unser Texter, der Helge, jetzt gerade nicht anwesend ist. Aber es ist eigentlich so, dass bei Sagas im Gegensatz zu Turris Fratia die meisten Texte relativ persönlicher ausgefallen sind. Bei Turris Fratia hat er sich ja sehr viel auf die germanische und nordische Mythologie berufen und diesmal waren vielmehr eigene persönlichere Einflüsse mit dabei, oder, eigene erfundene Geschichten. Ja, oder Sagen aus anderen Bereichen, ganz allgemein. Okay, seid ihr schon an einem neuen Album dran im Moment? Ja, also da sind wir jetzt eigentlich gerade in der heißen Phase. Also jetzt nach dem, haben wir jetzt eigentlich abgeschlossen, so die Komponierphase. Das macht ja unser René. Und jetzt dann eigentlich, wenn wir von der Tour zurückgehen, da geht es eigentlich direkt ins Studio. Und dann sind wir, genau, also da geht es auf jeden Fall weiter. Okay, wie läuft bei euch mit dem Songwriting? Arbeitet ihr dann nach einem gewissen Schema oder ist das immer ganz spontan? Also grundsätzlich ist es so, dass ich quasi anfange, im stillen Kämmerlein die Songs in der Basis zu komponieren. Und dann schicke ich es den anderen und dann sagen sie mir halt, was sie hier ändern würden oder was da besser wäre. Und dann wird halt wieder dran rumgefeilt. Und dann kommt meistens dann hinterher erst der Text dann dazu. Manchmal ist es auch umgekehrt. Ja, und dann wird es so, der Feinschliff wird dann quasi dann von allen dann zusammen gemacht. Genau. Okay, dann ist das quasi auch so eine Zusammenarbeit von der Band gemeinsam dann zum Schluss. Kann man so sagen, ja. Ja. Okay, ja, wie bereitet ihr euch auf einen Auftritt vor, so vor dem Gig? Gibt es da ein bestimmtes Ritual oder? Naja, also eigentlich, wenn man so will, ungefähr eine Stunde vorher treffen wir uns eigentlich und dann ist eigentlich ganz unspektakulär. Also halt umziehen, einspielen. Das einzige Ritual, wo man so sagen könnte, was es gibt, ist, dass wir eigentlich uns kurz bevor es losgeht, wenn das Intro läuft, nochmal hinter der Bühne treffen und uns nochmal ein bisschen anfeuern, könnte man sagen, gegenseitig. Ja, beim Metal Camp und bei Wacken steht ja schon auf dem Billing. Wird es noch weitere Festivalbestätigungen geben für nächstes Jahr? Also ich denke mal, abgeschlossen ist die Konzertplanung noch nicht. Alle Festivals muss man ja jetzt auch nicht spielen, weil wir die Leute auch nicht zu Tode langweilen irgendwie. Also kann man jetzt so nicht sagen. Also kann sein, dass noch das eine oder andere kommt. Am besten immer mal wieder einfach auf die Seite schauen, dann wird es dann immer wieder veröffentlicht auch. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die offen sind, beziehungsweise in der Planung, die halt dann in der nächsten Zeit veröffentlicht werden.